Ja, hallo, Lieben. Hier ist Christian Emschemeier, Paartherapeut, Psychotherapeut und so weiter. Muss man ja heutzutage immer mal betonen hier, dieser verrückten Welt. Und genau, Thema heute ist, ich wollte mal eine kleine Carl Gustav Jung-Reihe machen. Auch ja, inspiriert durch eine entsprechende Nachfrage. Ja, Carl Gustav Jung ist ja einer der Väter der Tiefenpsychologie, neben Freud und Adler. Und ja, ich bin ja großer, ganz großer Jung-Fan, stark beeinflusst von ihm. Und ich finde sowieso krass, was die Jungs da früher so geleistet haben. So die Pioniere der Tiefenpsychologie, Psychotherapie und ja, finde das wirklich großartig. Wäre manchmal gern selber dabei gewesen, hätte mit dem mal gesprochen. Also insbesondere Jung. Aber auch Freud war eine echt coole Socke. Das ja, ist, glaube ich, auch manches, wie das dann immer so ist, auch ein bisschen vielleicht nicht mehr so ursprünglich, wie das damals war. Und ja, und Jung ist obendrein, ja, auch wirklich ein absolut hoch, höchst spiritueller Mensch gewesen mit krassen Erlebnissen, einer krassen Nahtoderfahrung, die er aufgearbeitet hat und vielen, vielen anderen. Und genau, bevor wir anfangen, wollte ich noch sagen, wir haben mal neue Kombipakete geschnürt, meine ganzen Kurse rund um Beziehung, Liebe, Selbstliebe, Liebeskummer, Bindungsangst, Verlustangst. Dating findest du auf liebeschiff.de und wir haben mal unsere Kombipakete neu geschnürt. Insbesondere ein ganz neues ist dabei. Und könnt ihr gerne mal schauen. Und dann fängt ja am 1. Mai auch die Selbstliebe-Challenge an, der absolute Klassiker. Ja, heute befassen wir uns mal mit dem Schatten. Spannende Zeit hier in dieser Pandemie, sich mit dem Schatten zu beschäftigen. Genau, ich muss mal ein bisschen in meine Unterlagen gucken. Das ist ja mal ein komplizierteres Thema. Also, wie ja immer so in der Tiefenpsychologie, geht mal davon aus, dass halt ich nur einen Teil meiner ganzen Psyche wahrnehme, wirklich mit meinem Bewusstsein. Und manche Teile liegen eben mehr so im Unbewusstsein. Und bei Jung gibt es eben nicht nur das persönliche Unbewusste, was ja irgendwie, also Sachen, die ich selber jetzt nicht so richtig sehe, sondern es gibt auch ein kollektives Unbewusstes. Da kommen wir aber nochmal an anderer Stelle zu. Da mal eine kleine Nebennotiz. Ich denke, es gibt auch ein kollektives Bewusstes. Also wir alle, das merkt man gerade in dieser Pandemiezeit besonders. Es ist nicht nur so, dass wir, also es bestimmte unterbewusste Themen gibt, die in der ganzen im ganzen Kollektiv vorhanden sind. Das sind bei Jung dann die Archetypen. Wie gesagt, da kommen wir noch zu. Sondern es gibt eben auch, ja, das ganze Kollektiv hat eine bestimmte Stimmung. Also alle Menschen sind das Kollektiv, hat eine bestimmte Stimmung. Und diese Stimmung beeinflusst uns wieder, ne? Und sensible Menschen können diese Stimmung im Kollektiv gut fühlen. Ist aber auch gerade für weniger sensible Menschen gerade gut fühlbar, ist manchmal schwer zu unterscheiden, ist es eigentlich meine Emotion, die ich gerade habe, oder ist es die des Kollektivs, welche Emotionen da gerade besonders präsent sind, ja, dürfte auf der Hand liegen, denke ich. Genau, also, aber Jung sagt, also es gibt eben persönliches Unbewusstes, kollektives Unbewusstes, und ja, ein ganz großer Begriff bei Jung ist halt der Schatten. Das sind ja vor allen Dingen persönliche Anteile an meiner Psyche, die ich nicht sehe. Ich möchte halt gern die Anteile an an meinem Wesen, an meiner Psyche sehen, die ich gut finde. Das nennt Jung wiederum die Persona. Das ist also nicht die Person, sondern damit ist gemeint quasi wie so die Theatermaske, also wie ich mich gerne sehe. So, ne? Also ich sehe mich vielleicht gerne als ein total netter, hervorragender, konstruktiver, lieber Zeitgenosse. Das ist mein Bild von mir, aber vielleicht hat mein Nachbar,
mein Partner oder sonst wer sieht mich komplett anders mit den Anteilen, die ich eben nicht wahrhaben will. Das vielleicht denkt mein Nachbar zum Beispiel, ich bin schrecklich streitsüchtig, kleinlich und ich denke vielleicht aber auch von mir, nee, ich bin halt ein ordentlicher Teil der Gesellschaft und mache mal alles, wie es sein soll. Und dann wäre zum Beispiel dieses kleinliche, pingelige, streitsüchtige könnte zum Beispiel Teil meines Schattens sein, den ich eben nicht wahrnehme, so gewissermaßen. Ich finde es auch spannend, mal so Beziehungen, toxische Beziehungen zu überlegen. Also ich denke, gerade in toxischen Beziehungen werden wir viel mit unserem Schatten konfrontiert. Also ich denke zum Beispiel, boah, mein Partner ist voll der Narzisst, voll der Schwein und sehe vielleicht eigene, ja, vielleicht eigene narzisstische Anteile, die ich habe, sehe ich nicht. Oder ich sehe eigene hochbedürftige Anteile nicht. Oder ich denke, ja, ich bin total selbstbewusster, coole Frau irgendwie und komme in eine Beziehung und plötzlich, ja, falle ich in Liebessucht, also habe ich totale Selbstwertprobleme. Und da könnte man jetzt auch sagen, ja, also in so einer Beziehung werden, also das ist aber nicht in allen Beziehungen, werden eben auch meine Schattenanteile sichtbar, wo der Partner vielleicht einen Teil an mir sieht, die ich selber nicht sehe. Oder ich sehe mich als, weiß ich nicht, als sehr abhängigen, needy Menschen. Und der andere sieht aber vielmehr meine, was für ein cooler Typ ich eigentlich bin. Also im Schatten können auch so positiv oder die eigene Größe versteckt sein, die man zum Beispiel nicht sieht. So, ja. Das ist jetzt alles normal. Also ich, das ist bei uns allen so. Das ist ein Teil, also diesen Entwicklungsprozess, den nennt Jung übrigens Individuation. Also wir alle wollen quasi immer mehr derjenige sein, der wir wirklich sind. Und dazu gehört eben auch die sogenannte Schattenarbeit. Das heißt, ich versuche nach und nach zu integrieren, diese abgelehnte Seite meiner Persönlichkeit eben auch wahrzunehmen, weil alles, was wahrgenommen wird, kann ich ja auch irgendwo auch beeinflussen und dann eben auch zum Beispiel zu sehen, nee, ja, ich habe auch, meinetwegen, wenn ich jetzt in einer toxischen Beziehung war, zu sehen, ja, es ist nicht nur der andere ein Egoist, mach so sein, mach nicht sein, sondern auch ich habe starke Ego-Anteile, die sich in dieser Beziehung gezeigt haben, zum Beispiel. Ne? Ego-Anteile muss ja nicht immer egoistisch sein. Ego-Anteile kann auch bedeuten, dass mir so äußere Faktoren der Beziehung viel wichtiger waren als innere oder dass mir ein Statusgewinn viel wichtiger war als mein Seelenfrieden. Das könnten alles Schattenanteile sein, die sich zum Beispiel in toxischen Beziehungen zeigen. Müssen wir vielleicht im anderen Video nochmal ins Detail gehen oder vielleicht mache ich das mal, wenn mal eine entsprechende Frage kommt. Habe eben schon darauf hingewiesen, der Schatten ist schwer zu sehen. Das ist auch eine Lebensaufgabe, den zu sehen. Also da fängt man häufig auch erst so mit 40 oder so, sagt Jung, glaube ich, mit an, den sich so richtig anzugucken. Das ist ja, kann man natürlich auch früher machen, aber typischerweise braucht man so einige Lebenserfahrungen und Crashes zu sehen oder ist ein Teil an meiner Persönlichkeit, den sehe ich nicht. Und wenn ich ihn nicht sehe, führt er natürlich auch ein gewisses Eigenleben und durchkreuzt unter Umständen meine Absichten, die ich eigentlich so habe im Leben. Und deswegen ist eben diese Schattenarbeit so wichtig. Also es ist auch wichtig anzuerkennen, dass es diese Schattenanteile eigentlich nur destruktiv sind, wenn sie eben nicht bewusst sind. Also in dem Moment, wo ich sie bewusst habe, kann ich auch sagen, ja, ich habe auch ein Ego und manchmal, ist mein Ego jetzt ein bisschen außer Rand und Band und dann kann man das ja auch ja, viel besser annehmen und überhaupt hat das jetzt mit Gut und Schlecht überhaupt nichts zu tun, weil jeder von uns hat Schattenanteile, den nicht sieht. Jeder. Und das ist eben, man sieht eben nur das, was man sieht. Das ist eben so. Und es ist aber, glaube ich, für viele Seelen hier ein Wunsch, eben sich mehr zu, also man kann sagen, dass in dieser Jungschen Psychologie, dass eine Bewusstseinsentwicklung
Psychologie. Das heißt, man sagt, dass es ein gutes Ziel ist, eben immer bewusster zu werden, immer mehr Anteile der eigenen Psyche im Bewusstsein wahrzunehmen, so, und dann halt immer vollständiger zu werden und auch nicht mehr so viel zu werten. Also nicht zu sagen, hier nur meine Persona-Anteile sind gut und die Schattenanteile sind schlecht, sondern alle Anteile eben zu werten, weil manchmal ist ja Ego vielleicht auch gut und manchmal ist vielleicht auch eine gewisse Portion Narzissmus gut oder eine gewisse Portion Co-Abhängigkeit gut oder ich weiß es nicht, ne? Aber man hat es natürlich immer viel besser im Blick, wenn es logischerweise bewusst ist, so, ne? Ja, also diesen Schatten sich sichtbar zu machen, ist schwierig. Von außen ist es immer viel leichter zu sehen für unsere Mitmenschen. Die sehen häufig unsere Schatten viel mehr, als wir sie selber sehen, so. Und wenn der Schatten sehr stark abgespalten ist, dann hatte ich eben auch schon ein bisschen angedeutet, dann haben wir es häufig mit Projektionen zu tun, ne? Also dann erlebe ich diesen Schatten nicht mehr bei mir, sondern im anderen, ne? Also zum Beispiel, ja, ich lehne irgendeine Person sehr ab und dann unterstelle ich zum Beispiel der Person, dass sie mich ablehnt. Oder ich weiß zum Beispiel, dass ich nicht so richtig loyal bin in einer Beziehung und bin dann entsprechend total eifersüchtig ohne Grund auf meinen Partner, weil ich eben meine eigene Illoyalität in ihn rein projiziere und dann auf ihn total eifersüchtig bin und ihm Sachen unterstelle, die ich eigentlich selber mache zum Beispiel, ne? Das wäre halt auch, ja. Da, wo sich der Schatten zeigt, eben wenn er sehr hartnäckig ist, dann zeigt er sich halt häufig in Projektion. Aber nochmal, das ist alles nicht bewusst, ne? Das ist, weiß nicht, erstmal ein Stück ist man auch Opfer seiner selbst, sage ich mal, weil nochmal, wie alle, also dieser Schatten entwickelt sich halt auch im Laufe des Lebens, zumindest der persönliche Schatten, weil eben in der Kindheit bestimmte Aspekte eben nicht gespiegelt werden von Eltern und keine Eltern sind perfekt, ne? Und dadurch, dass sie eben nicht gespiegelt und nicht ins Licht, nicht beleuchtet werden, rücken sie eben in den Schatten so, ne? Und auch die Gesellschaft lehnt ja bestimmte Sachen ab. Und auch eine Kultur lehnt bestimmte Sachen ab und diese Sachen rücken dann eben in den Schatten. Und dann haben wir halt, wie gesagt, vor allen Dingen so einen persönlichen Schatten, aber wir haben eben auch unter Umständen kulturelle Schatten, die wir nicht wahrnehmen in unserer Gesellschaft. Und ja, zum Beispiel könnte mir auch, also was, wie ich das gerade erlebe, eigentlich haben wir ja eine hochdemokratische Gesellschaft, aber man kann jetzt gerade eigentlich gut sehen, dass ja, Schattenteile hochkommen von Autorität, weiß nicht, Obrigkeit, Gehorsam, nicht Gehorsam, keine Ahnung, ich will jetzt auch gar nicht in Details gehen, kann sich jeder, es soll ja kein gesellschaftlicher Kanal werden hier, aber ja, man kann das eigentlich echt gut, ja, ich finde es gerade eine ganz spannende Zeit, wo man viele, ja, viele Schattenthemen hochkommen gerade, ne? So, mal gut schauen, ob ich noch irgendwas dazu sagen wollte. Ja, wie gesagt, es ist ganz wichtig, das jetzt nicht also positiv, negativ zu sehen. Also, wenn du Lust hast, überleg mal für dich, wo du vielleicht Schattenanteile hast. Und nutze das jetzt nicht, wenn ich da mal drüber rede, zu überlegen, wie kann ich meinen Partner jetzt noch, wie kann ich dem noch mehr unter die Nase reiben, seine Schatten, die er nicht sieht, sondern es geht mehr darum, ja, den eigenen Schatten wahrzunehmen. Also, es geht bei dieser Arbeit aus meiner Sicht nicht darum, jetzt den Partner noch mehr durchzuanalysieren, sondern eben die eigenen Projektionen mal zurückzunehmen und mal zu überlegen, ja, was ist eigentlich mit mir? So, bin ich wirklich so der Gutmensch, der ich immer dachte? Bin ich wirklich so der ausgewogene, total selbstbewusste, coole Typ, der ich immer dachte? Oder gibt es da vielleicht Sachen, die ich nicht sehe? Aber ganz liebevoll, ne? Ganz, ganz liebevoll.
sich das anzugucken, ohne Wertung, ohne, ja, weil gesagt, Schatten ist nichts Böses erstmal, ne? Das ist einfach nur Dinge, die ich nicht sehe. Und wir Menschen sind halt höchst vielfältig und da läuft auch kein Richter draußen rum, es sei denn, wir spielen uns als einen Richter auf, der uns darüber richtet, wie wir sind. Also wir sind so, wie wir sind, ne? Und wir können immer nur überlegen, ist das, tut mir das jetzt gut? Tut das meiner Seele gut, wie ich gerade mein Leben lebe und welche Anteile ich eben gerade hier ausspiele oder eben nicht. Und aber das ist immer ein Weg, also es ist auch ein Weg, der nie zu Ende ist. Also man kann immer noch bewusster werden und noch gibt immer ein nächstes Level, ne, solange wir hier auf der Welt sind. Aber das macht sie irgendwie auch total nice geil. Ja, genau. Ja, freue mich über Kommentare oder wenn ihr auch mal, wie gesagt, andere Themenwünsche habt, gerne. Aber ich wollte mal, wir werden uns auch mal Anima und Animus vornehmen. Super spannendes Thema und das ein oder andere vielleicht auch noch von Jung. Und es kommt übrigens bald, fällt mir gerade noch ein, die ersten Liebeschip-T-Shirts raus. Haben wir so eine Kooperation. Und aber dazu. Dann, aber ich glaube, das ist, ich glaube, ich kriege jetzt meinen schon zugeschickt, das erste. Und das mit ein Teil spenden wir dann auch an eine Organisation. Und ja, ich finde das eine echt coole Geschichte. Ja, ansonsten schreibt mir gerne, wie es euch geht. Ich werde auch mal wieder sehen, dass ich mal wieder live gehe. Und aber erstmal gibt es hier ein paar Feierlichkeiten morgen. Und genau, wir werden uns bald wiedersehen.